Juppie! I, was ist denn das hinter mir? Was ist das? What the heck ist das? Oh, die greift mich an. Oh, ich treffe alles hier an. Okay, die Oh ist ganz. nein. Das dauert nicht lange, das ist sie tot. Was ist das? Eine Gottesanbeterin oder sowas? Oh! Ist sie so stark? Anscheinend. Ich brauche, glaube ich, mal meine Pike hier mal kurz. Wo ist die denn? Oh mein Gott. Aber die macht nicht viel Schaden. Kriegt du keiner. Jetzt haben sie die. Jetzt haben sie, jetzt kommt sie nicht mehr raus. Da ist sie tot. Krass! Bläh. Wie heißt die? Gigatitan. Ach, das ist die Gigatitan. Hatten wir doch schon mal. Die hatten wir doch, glaube ich, bei Scorch Earth, oder nicht? Oh, die macht Organikpolymer. Ganz viel. Okay. Ist ganz schön laut da oben. Don. Ja. Ist sehr, sehr laut. Gar nicht. Wünschst du? Also bei mir ist er voll laut, also das Tier. Lass mich mal kurz aufsteigen. Kannst doch gerne laufen. Okay. Bleib mal stehen, du Baumbar, du. Irgendjemand hat den Igor genannt gehabt. Ich habe den wieder umgenannt, weil ich fand Igor jetzt nicht so unbedingt passend. Kakarov. Okay, welchen Weg muss ich unter dem. Links. Beim Fluss drüber und dann links. Ich laufe hier einfach hinterher. Da, wo du diese Steine da links Drücke rausgezogen ich K hast. oder so? Nee. Warum läuft denn nicht dahin? Achso, ich muss mich stehen, glaube ich. Okay. Also jetzt geradeaus, ne? Läuft da irgendjemand hinter mir her? Ja, Julia. Ach so, das sieht man gar nicht, weil du so weit weg bist. Wenn du so klein bist. Hallo, Butti. Kratzen ein bisschen an den Füßen den Dreck runter. Ah, der kann auch laufen. Also. Hä? Das ist der Weg, sicher? Ja. Okay. Hat der keinen Ausdauerverlust? Irgendwie verliert der gar nichts. Boah, der macht ja alles in der Umgebung kaputt. Ja, der matscht einfach alles kaputt. The King in the Forest. Als ich den Trailer damals gesehen habe, wo der vorgekommen ist, dachte ich, dass der natürlicherweise in jedem Wald in Ark zu finden ist und habe mich voll gegruselt vor den ganzen Wäldern, weil ich dachte, der wäre da. Und dann habe ich erst irgendwann erfahren, dass es eigentlich ein Boss ist. Ja, voll Was geil, stell mal enttäuscht. vor, den im Wald zu finden. Ich dachte es echt, dass es da so normal wäre, dass sie da so rumlaufen und dann hatte ich Angst. Sag mal, warum verliert denn der keine Ausdauer? Oh. Also, irgendwie muss doch da oben, das ist doch seine Ausdauerbalken, oder nicht? Oben rechts. Guck mal, wie viel er hat. Also, ich muss versuchen, Gott zu drehen. Kann So, der denn eigentlich. da rein? Er hat 6000 Ausdauer. Ja gut, dann Aber kannst du guck ein mal, bisschen kriegt laufen. der jetzt abgezogen? Bei mir, wie bewegt sich Ja, der? kriegt Ja, abgezogen. jetzt. Jetzt hat er 5840. Was ist los? Wo kann ich Hinten, weiter? vielleicht für deswegen. Huch, leck. Das Drehen immer voll. Das Schlimmste bei den Titanen. Oh mein Gott. Ja, Leute, heute wird's. Warte, wir machen das ganz anders. Heute, meine lieben Freunde. Ich kann gar keine Luft mehr holen, so viel Luft ich schon im Bauch habe. Wie macht denn das Baumbart? Ausatmen mit einem Wort und aus. Oh. Ich finde es so geil, wie er zu sagen, so, wir haben entschieden, ja, ihr seid keine Orks. Das wissen wir doch. Und der Pippin so, das ist eine gute Sache. Wo bleibt denn jetzt schon wieder hängen? Hier hatte ich schon meine schöne Base gehabt. Hier links, ne? Oder wo?
Hier uns an der Kante. Hier habe ich immer mit dem Dude gefarmt. Wasser. Farmt der jetzt eigentlich auch? Nee, ne? Der haut einfach nur alles um. Der haut Fleisch kann er farmen, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht ganz. Jetzt können wir ja Herzen farmen gehen. Ach Mist, brauchen wir ja gar nicht mehr. Doch, für den nächsten Boss. Ist das ja auch für die, wieder Herzen? Ja, ja, jeder Boss braucht Herzen. Ja. Vor allen Dingen, du hast den, nicht, das ist nicht der Kakarodontosaurus, wie heißt der nochmal? Acrocanto. Acrocantosaurus. Der ist eigentlich riesengroß, wenn man vor dem steht. Guck mal, wie klein der Acrocanto jetzt ist. Der sieht aus wie eine Ameise da unten. Acrocanto, ich sehe ihn irgendwie nicht. Der ist hinter uns. Nur so ein großer Punkt. So weg. Jetzt die Frage, links oder geradeaus? Was hat er für Probleme mit meinem Laufen? Bleibt er hängen? Ja, irgendwo bleibt er immer hängen. Das Problem ist, bei dem ganzen lahmen Gelaufe kann ich meinen Twix nicht essen. Kannst du die Kugel nicht auf die Wehen legen, deine Murmel? Meine Zaubermurmel. Einfach von zwischen den Beinen hervorholen und dann auf die Tastatur legen. Ihr dürft jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch da draußen hat denn gedacht, dass wir den Titan-Boss nicht platt alle machen? Ich fand das so geil, wie Kim alle umbringt und dann zählt. Nö, mich hat sie nicht gekillt. Ich stand daneben. Ja, alle, die davor standen, alle, die an den Kopf direkt dran standen, zugeschlagen. Hat sie mit dem Feuer so auch gekillt. Also ich habe überlebt. Achso, haben die anderen das nicht miterlebt, oder was? Also mitbekommen? Ja. Ach was. Und das müssen sie jetzt eigentlich nochmal neu machen, oder was? Nee. Also ich stand gleich daneben, hab die ganze Aktion mitgesehen und auch gesehen, wie der umgefallen ist, wie der aufgestanden ist und so weiter und so fort. Kriegst ja dafür nichts, also nur beim Töten kriegst du einen Kramme, nur beim Zähmen kriegst du... Wir haben schon alles, ich glaube, jetzt links, ne? Oder? Rechts. Nee. Doch. Ehrlich, rechts, sind wir es da runter? Ja. Also Entschuldigung, anderes, ja, ich habe andere Richtung, ich hoffe nach hinten geguckt. Das andere war rechts, meinst du? Ja. Ich habe nach hinten durch den Tunnel geguckt. Gladiator. Level 11. Fiumir. Fiumir, der Gladiator heißt. Gladiator. Ich muss das essen. Wieso habe ich eigentlich so viel? Pack mal ein bisschen Holz. Krieg kein Holz raus. Kriegt der Schaden? Das war ich. Ich hab Holz gehackt. Ehrlich? Kriegst du Holz dafür? Von dem? Nein. Hätte das sein können. Stell dir mal vor, so ganz gemütlich in die Base stellen und dann so zack, 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 zack. Oh. Jetzt bin ich gerade erst wirklich aus dem Dungeon raus. Jetzt ist bei mir gerade alles aufgepoppt, was in der Gegend hier so steht. Man konnte doch, glaube ich, auch mit dem Titan auch so einen Loot-Drop machen, ne? Oder? Ja, relativ easy. Außer die roten, lila, da wird schon ein bisschen schwieriger bei uns. Auch mit dem Titan, meinst du? Ja, lila war irre, immer relativ heftig. Ich muss mal kurz die Tricks aufmachen, so. Ja. Ich esse nicht in der Aufnahme. So eine Schweinerei mache ich nicht. Achso, ich trampe schon was kaputt. Tötest du einfach alle Tiere. Wie schießt der nochmal? Was so ein bisschen weiter weg sein. Der ist so langsam. Noch was da? Sie ist nicht so gut. Da ist noch was, egal. Wenn ich gerade nicht aussehe, wir trampeln alles einfach platt. Da hinten ist die Frittezange. Keine Frittezange. Das ist eine Frittezange. Die ist keine Frittezange. Da habe ich übrigens in der Nähe oder um das Ding herum habe ich meinen ersten Corrupted. Ach, hier stand ja was unter mir. Kann auch rückwärts gehen. Rex.
Das ist ein Rex und ein Triceratops. War ein Triceratops. Er klettert an euren Füßen hoch. Ach Gott. Was, Hilfe? Nee, ne? Bleib mal kurz stehen und beweg dich mal kurz nicht. Warte, das wird schwer. Muss kurz warten. Der macht noch, was er will. Jetzt, okay. Gucken. Powerpoint zwischendurch gucken, ob da Plus dabei sind. Bei alles. Top-Level. Weiter. Vielleicht sollen wir hochgehen. Ja, ich versuche gerade irgendwas anzuvisieren, aber irgendwie geht das nicht. Ja, der war so ein Cooldown zu. Habt ihr noch gar nichts gemacht mit dem Cooldown? Jetzt guck, jetzt habe ich einen T-Rex da hinten, muss ich eine andere Taste drücken. Rechte Maustaste festhalten. Ja, und dann linke, ne? Ja, ja, einfach loslassen. Ach so. Komm her! T-Rex! Bam! 15.000 Schaden, ey. Geil, ey. Komm her! Hört sich also wie... Komm her! Ist der T-Rex jetzt da? Achso, der war hier. Basteln sollen. Müssen wir nicht hier hoch? Ja. Ja, ja. Ich bin nur etwas träge beim Laufen. Generell träge, es geht nur laufen. Jetzt mach ich jetzt. Was mache ich mit diesem beschädigten Knötchen? Das ist Polymer. Achso. Es ist Polymer. Alter Fall. 45.000 Schaden, das ist halt. Alten Titan. Für Arktiere ganz schön viel. Dex sagt ein Shadowman ist OP, also. Ich glaube, wir wissen, was OP ist. Kommt nach ran, ja? An die Shadowmans. Aber die Shadowmans sind immer noch OP. Oh Mann, lauf doch mal gerade, ey. Dann kann es sein, dass ein Rex bei uns in der Base ist, oder? Ach. Aber. Geh weg, Kleine. Ey. Das wird, glaube ich, was, wenn ich jetzt gleich mit dem... Willst du außen rumlaufen, links, nicht durch die Stadt? Dann kannst du ein paar Gruppen... Ja, in dem Moment habe ich es auch gerade gedacht, als ich gedacht habe, das wird jetzt ein großer Akt hier, durch die Stadt zu rennen. Okay. Ja, sie tötet Papa. Die, weil wir so viele haben. Das ist lobenswert. Imposter? Großen Imposter. Dann gehen wir mal. Ah, ist das gemütlich. Ich finde es ein bisschen einschlafend. Ja, willst du mal laufen mit dem?
Der ist echt mega, mega langsam. Jetzt müsste ich ganz viel auf einmal nehmen. Irgendwas kommt noch von oben runtergeflogen. Dauert noch ein bisschen. Ja. Wenn du mal laufen möchtest, Stone, sag Bescheid. Warum geht's eigentlich rechts rum? Weiß ich gar nicht, wo müssen wir denn eigentlich lang? Links rum eigentlich. Ah, shit. Doch, Dex. Jetzt die Frage, sollen wir jetzt noch mal links oder geht's Ah, immer noch? nee, lauf einfach weiter. Ich war mir noch nicht sicher. Ich wollte noch überlegen beim Laufen. Kurz vorm Ziel hätte ich dann umgedreht. Wenn ihr Tierwechsel seht, irgendwo. Da. Also, lootest du die eigentlich, Julia? Ja. Okay. Ja, das ist nämlich. Du wächst und geben wir die Herzen. Oh, warte, wenn ich. Ach, ups. Was Hast du denn? nur abgebaut und nicht ins Inventar geguckt? Ja. Ist Hätte man egal. mir ja auch mal sagen Ist müssen. egal, haben wir jetzt den dritten gemacht, also alles gut. Und in den Und da anderen war zwei nichts war. drinne. Ich wollte In gerade dem sagen, und in den Test. anderen zwei war ja auch nichts drin. Also alles gut. Irgendwie leckt es gerade oder so? Oh ne, das ist gerade so ein Flimmer, ne? War da was? Achso, unter mir Ja, war was. da war was. Oh Gott, die wollte ich Haben gar nicht denn mit. alle mutierten Dinger diese Ja, nur Herzen die großen. oder? Also Abrex oder wie? Ja. Hey, wieso treffe ich denn nicht? Jetzt so. Was ist das, was du? Böser Dex. Was denn? Nur so. Du hast mich gehauen. Ja. Level von Tieren zu gucken, wenn man hier mitreitet, ist unmöglich. Es zappelt so sehr. Eisen. Oh, das war knapp. Guck mal unter mir der Tetschner. Der sieht ja cool aus von den Farben. Willst du mir meinen Fußpilz abbeißen oder was machst du da unten mir? Ich lauf vor euch. Jetzt in euch. Ach ja. Und sonst so? Ja. Alles gut. Wie war das Wetter heute? Ihr wisst ja, wenn man eigentlich mit dem Wetter anfängt zu reden, über das Wetter mit irgendjemandem, dann hat man keine Konversation mit dem. Also das heißt, man hat keine Ja, Idee, was man nichts. sagen soll. Nicht, was dazu sagen. Dex weiß nicht, was er sagen soll. Hab, das ist Ding der Unmögliche. Das Aber ich weiß ein Thema. Wenn das Bist du schon in ändert. Weihnachtsstimmung, Dex? Bei mir stehen Weihnachtssachen schon seit Oktober rum. Ja, ich bin in Weihnachtsstimmung. Und wie machst du das? Kaufst du immer frühzeitig Geschenke oder bist du auf letzten Drücker oder gar keine Geschenke? Es kommt immer drauf an. Kommt immer drauf an, was wer möchte. Es gibt ja Leute, die sagen dann automatisch schon, bitte keine Geschenke kaufen. Oder es gibt Machen eben ja Leute, die. trotzdem.
Also ich kaufe immer frühzeitig Geschenke. Ich habe keine Lust auf den letzten Drücker irgendwas zu machen. Weil eigentlich, hier ist noch ein T-Rex gerade zum Matsch gemacht, und eigentlich habe ich auch immer eine Idee, was ich den Leuten kaufen kann. Und deswegen habe ich da eigentlich keine Probleme, das schon vor. Also ich könnte auch ganz easy auch schon im Oktober ein Weihnachtsgeschenk kaufen. Oder auch sogar schon im September, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung. Also euch würde ich jetzt zum Beispiel, weil ihr ja zum x-ten Mal umgezogen seid, wenn ich dann mal bei euch vorbeigucken würde, würde ich euch dann zu Weihnachten so, keine Ahnung, so eine, irgendwas für die Wohnung kaufen. Vielleicht so eine Schüssel oder sowas oder irgend sowas. Man muss ja mal so gucken. Es gibt ja so Sachen, die will man oder sollte man auch nicht unbedingt jedem oder überall schenken. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt gerade ein Pronto genommen. Okay. Ja, hast du. Bilder sowas zum Beispiel. Bilder sind sowas ganz Persönliches und das möchte man ja nicht eigentlich von irgendwem geschenkt bekommen und dann weiß man das gar nicht, wo man das hinkleistern soll. Kommt aufs Bild an. Ja, wenn das ein Bild ist, keine Ahnung, du bist Herr der Ringe-Fan und dir jemand kauft dir ein Herr der Ringe-Bild, dann ist es okay. Dann ja, aber so ein persönliches Wandgemälde von Van Gogh, da teuer, aber Nee, bitte nur Rembrandt. ja. Nicht das verschnörkelte Mona Lisa. Ich bin so doof. Was hast du Gestern getan? werdet ihr ein Bett bauen. Ich bin auch da. Ich habe gesehen, dass ich fast kein Leben mehr hatte, weil ich trinken wollte und bin dann runtergehüpft und der Fall auf dem Boden hat mich dann getötet. Ach, das ist gar nicht Julia. Ha, falscher roter Klecks. Bam, war in dem Wasser ein Loch. Ich wollte gerade zu das Roten gehen, was vor uns gewesen ist. Da war ein T-Rex. Ein bisschen blöd gewesen, da näher ranzugehen. Aber wir haben jetzt einmal, war das einmal? Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, letztes Jahr Weihnachten oder so, haben wir von meiner Mutter, sie haben heimlich im Urlaub ein Foto von uns gemacht. Und das haben sie dann auf so ein Kissen drucken lassen. Und die Qualität des Fotos ist zwar nicht so schön, aber ich habe mich über sowas mega gefreut, weil bei uns ist das irgendwie so in der Familie. Früher als kleines Kind wurdest du immer fotografiert, auch wenn du das nicht wolltest. Ist immer Und so. jetzt im Alt, wenn du älter bist und dir so denkst, ja gut, so ein paar Fotos wären schon ganz cool, weil so ein Fotoalbum ist ja eigentlich was Cooles, macht keiner mehr Fotos von dir. Ja. Und das ist, und ich bin dann auch nicht so, ich frag dann nicht, kannst du ein Foto von mir machen, weil dann finde ich, ist das so gestellt und dann sieht es immer doof aus. Muss, wenn in so einem Moment sein, wo man nicht damit rechnet, dass ein Foto von dir gemacht wird. Also, wenn ich euch nochmal besuchen komme, dann warte ich, bis du auf Toilette gehst und dann gehe ich kurz rein. Julia, das drucke ich dann als Poster. Nein. Auf so einem Pillow, So wie. gerade am Drücken, so ganz rot im Gesicht. So, Gott. das wäre das Foto. Hast du schon ein Bett gebaut? Ich sehe dich nicht. Wo bist du überhaupt? Rechts von dir. Oh, die Warte, noch nicht Kilien. aufheben. Hast du noch eine Wasserflasche? Nee, habe ich Ja, nicht. klar. Ah, ich kann sonst trinken. Alles gut. Hier Witterung so gerettet. eine Stelle gewesen, wo du nicht trinken konntest. Ich Bin. kann hier aber nicht trinken. Doch hier oben ist eine Stelle gewesen. Ja, genau, bei der Kacke. Will jemand Nee, ich Binderung habe die zähmen? Kacke jetzt aufgehoben. Hast du vielleicht ein Wassergefäß? Nee, habe ich nicht. Was meinst du, Dex? Will jemand Binderung zähmen? Nee. Hier, muss hier einfach eh spammen. Hier laufen. Ach, ich habe jetzt keine Lust zu trinken. Lass uns weitergehen. Ich kann dir was zu geben. Laufe. Ach nee, Und jetzt bin ich ja gestorben. Jetzt brauche ich es nicht mehr. Dex, ich komme mal wieder hoch. Achso. Wo bist du eigentlich? Unter deinen kleinen Zeh gleich. Der Buschmensch. So. Bleib mit. Da kannst du den Twix mehr essen. Warte, lass mich mal kurz mal vernünftig erstmal stehen irgendwo. Kannst einfach laufen. Ja, okay.
Meine Haare voll sich, meine Haare sind voll am Sliden. Ich kann ja nicht so weit rauszoomen, das ist schrecklich. Hatte der immer schon so einen Baum welches oben auf dem. Level hat der? Warte, nicht töten. Nein. Ah, okay, Level 4. Oh, da kommt irgendwas geflogen. Ja, ein Rocktag. Eine Rocke-Drake. Das müsste Ruffy sein oder sowas. Ja, da oben ist einer, ja. Hallo! Ach, Ruffy hat den Rocktag mitgenommen. Hallo! Oh, nee, Pau! Oder weiß sie, wo wir sind? Wir sind doch so klein. Jahre. Schau, das sieht aus, ne? Hörst du eigentlich viel Weihnachtsmusik oder schaust du eher lieber 10.000 Weihnachtsfilme gefühlt? Ich mach beides. Bei mir läuft zu Hause rund um die Uhr, fast 24-7. Naja, abends, also nachts nicht, aber das, mein Fireplace mache ich immer an. Feuer? Ein Kaminfeuer, was abbrennt? Und Weihnachtsmusik, die im Hintergrund läuft dann damit. Das ist schön. Du musst einfach mal Fireplace Xmas oder Christmas Songs schreiben. Und dann kriegst du so ein Fireplace. Gibt sogar auch Live-Videos auf YouTube. Das läuft dann wirklich 24-7 und dann kannst du dann immer entweder Weihnachtsmusik, das übliche Mariah Carey, Wham Bam Slam oder wie sie alle heißen und Michael Bublé. Oder eben nur ganz normale instrumental Weihnachtsmusik. Du weißt doch, ich bin doch totaler Weihnachtsfreak. Lex, wo hast du einen Tag nach Weihnachten schon wieder Weihnachten? Ja. Und ist wieder Weihnachten. Ich fieber ja immer auf Weihnachten hin. Und ich bin immer sehr, sehr traurig, wenn die Weihnachtszeit zu Ende ist. Ich hab grad gedacht, du springst. Das sah auch so cool aus, gerade so vor der Move. Ich hab jetzt noch nichts Gescheites unterwegs gefunden. Hier noch ein Bärchen. Ich bin gleich in so ein Bärchen ziehen Spot. Bist du denn lieber jemand, der Geschenke verschenkt oder der Geschenke bekommt? Ich will keine Geschenke haben. Wieso denn nicht? Weiß nicht. Nix ist doch Rich YouTuber, der. Ich bin zu rich dafür. Und, ja genau, mach die alle platt. Hier ist ein Spino, hier ist ein Dings, alles töten. Nee, ich verschenke lieber. Weil, okay, wie gesagt, ich habe immer so eine Idee, was ich den Leuten schenken kann. Und dann freue ich mich immer, ob die Idee dann auch wirklich dann wirklich so gut war, wie ich es gedacht habe. Das ist dann immer das, was ich dann denke. Und es freut mich dann einfach, wenn das passt. Ja, das stimmt. Mir ist das immer so, also ich glaube, so kann auch von Liedchen trällern. Ich liebe es, anderen Leuten was zu schenken. Und ich gebe sehr, sehr, also viel, viel zu viel Geld aus, Leuten was zu schenken. Und steck da sehr viel rein. Und dann habe ich halt so in gewisser Weise so ein bisschen Erwartungen, dass die sich genauso sehr freuen, wie ich mich darüber freuen würde. Und die kann natürlich keiner gerecht werden, weil keiner empfindet das, was ich da empfinden würde. Und das macht mich dann immer traurig. Und dann denke ich immer so, ja gut, dann bekomme ich wenigstens coole Geschenke. Und ich habe eine ganz lange Wunschliste, damit Leute einfach wissen, was sie mir schenken können, wenn sie es wollen. Und dann ist einfach so meistens... Also aus meiner Familie schenkt meistens keiner was von der Liste. Und immer irgendwas, was man nicht so ganz sich gewünscht hätte. Ja, so eine Liste machen wir ja gar nicht mal so schlecht. PC ab 3000 Euro, Tablet, VR-Brille. Also ich habe da so Sachen für jeden Geldbeutel drin. Ganz, ganz teure Sachen und auch billige Sachen. Also, Pferd. Ja, ein Pferd, ein iPad. Ein T-Rex-Haut, Tanga. Ja, genau. Ist zwar selten zu bekommen, aber nicht unmöglich.
Und das Gute ist, ich nehme dann genau diese Wunschliste und lösche immer die Wünsche raus, die ich bekommen habe, und füge neue ein, weil ich in so ein bisschen danach habe ich Geburtstag. Und das ist immer ganz praktisch, weil dann kann ich immer sehen, was die Leute mir geschenkt haben und was nicht. Ich habe auch kurz danach, nach Weihnachten, Geburtstag, im Juni. Das ist nicht kurz. Das ist kurz. Man hat Zeit, Geld anzusparen für meinen mindestens 5000 Euro NASA-Rechner. Also ich will auch manchmal gar keine. Ich freue mich auf selbstgebackene Kekse. Das mag ich sowas. Ich freue mich. Ich bin so ganz, ganz simpel. Ich freue mich auf Socken. Ich bin Sockenfan. Ich freue mich auf so Sachen, aber bitte, die man nutzen kann. Ich weiß gar nicht, warum immer Leute sagen, Socken sind so schlimm. Ich finde Socken. Darf ich mal wieder reiten? Laufen? Warte, ich will die. Darfst du gleich gucken, kurz noch. Bärchen, Level 8. Level 112. Oh, den nehmen wir mit. Hast du was zum Zähmen dabei? Ich nicht. Ich habe alles zu Hause gelassen. Julia? Ich habe eine Flinte dabei, aber keine Munition. Shit, ich habe alles zu Hause gelassen. Ihr habt doch eine Rocktail, kann doch mal schnell. Ein Bär, den sehe ich, das Level 36. Au. Den Angriffen, helf ihnen. Also ich finde immer so Sachen, die man nutzen kann, anstatt so, keine Ahnung, das x-te Mal irgendeine Tasse geschenkt zu bekommen, das x-te Mal wieder irgend so ein Murks, den man eigentlich gar nicht braucht. Es ist zwar immer nett, sowas zu haben, aber ich brauche keine 60. Tasse oder sowas. Ne? Dann Socken sind immer gut, die kannst du immer tragen. Ich wechsle sie auch jeden Tag, dann kann man sie auch öfters, kann man auch öfter oder mehrere haben. Aber ich bin eher so derjenige, ich freue mich auf etwas weniger Geschenke. Ja, wer hinter dir da ist, der 112er. Hat sie schon geantwortet, die Pau Pau Pau? Ja. Hat sie schon gesagt, ja, okay, nein? Ja. Okay. Hat sie geschrieben. Okay, Lieben, vom Bauche des Titans und den ganzen Weihnachtsfragen, wie nennen wir das? Wie nennen wir das, wenn man befragt wird von der Polizei? Verhör. Das Weihnachtsverhör von Julia. Sagen wir mal tschüss, bis zur nächsten Folge, und dann wird der Bär gezähmt. Bis denn. Tschüss. Und tschüss.